Frankie, wo bist du? Komm sofort hier hin! Einen Moment, ich wollte mir noch ganz kurz ein Eis machen, Molly. Dafür muss doch Zeit sein, wo wir schon mal im Einkaufszentrum sind. Oh Mann, komm sofort hier hin! Lecker. Du, Frankie, kannst du mir vielleicht auch ein Eis mitbringen? Das wäre super. Kein Eis! Ich hab dich doch nicht deswegen hier hingeholt, Kraftspitzern! Du sollst Leute sprechen! Frankie, jetzt komm hier hin! Also, Graf Spitzer... Das ist ja unfassbar! Es war leider nur Zeit für ein Eis. Ich konnte dir keins machen. Tut mir leid. Nur Amateure hier! Das finde ich jetzt doof, aber gut. Vielleicht beim nächsten Mal, Frankie. Nur ihr beiden, schweigt still! Wir haben eine neue Horrormission! Wir müssen mal wieder zur Familie Vogel! Beim letzten Mal, Frankie, da hast du ja kläglich versagt. Und heute, da habe ich ein neues Mitglied bei uns in der Crew. Graf Spitzern, heute bist du dran. Okay, Molly, ich bin zwar neu in der Monsterschule, aber ich versuch's. Ich kann noch nicht so gut Leute erdrücken, aber ich werde es versuchen. Okay, hätte ich ein Eis, würde vielleicht ein bisschen besser sein, aber gut. Ja, sei ruhig, nur Amateure hier. Wenn dieses Anti-Monster-Spray nur nicht mehr ganz so wirken würde. Na egal, ab in die Luxusvilla mit euch. Du Molly, sag mal, warum schreist du eigentlich immer so? Ich kann dich auch gut hören. Ich kann gut hören, wirklich. Ja. Frankie, ich sag dir jetzt mal was. Noch so ein Spruch. Kieferbruch, ab in die Luxusvilla. Oh, so. Ist das die Luxusvilla hier? Ja, genau. Wir sind jetzt hier in der Luxusvilla bei den Kinderzimmern. Das hier ist Julians Zimmer. Und drüben, da wo ich dann hingehe, das ist Emmas Zimmer. Und okay. Du kannst dich hier bei Julian unterm Hochbett verstecken. Okay, alles klar. Gut. Danke, Frankie. Ja, dann gehe ich mal am besten zu Emma ins Zimmer. Aber nicht, dass sie was von meinem Eis wegschlägt. Wenn Graf Spitzern wüsste, wie es unter Julians Bett immer mieft, ich glaube, der pupst da immer rein. Das soll also der Julian sein, von dem Molly so erzählt hat. Dann gehe ich mal unter das Bett und erstrecke ihn. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Oh, was ist das für ein Geruch hier? Oh, das ist aber ein schönes Haus. Ein Haus im Haus. Das ist ja total ulkig. Ich hätte gern auch sowas. Es ist ein Prinzessinnenschloss. Julian, bist du da schon wieder? Lass mich schlafen. Ich habe jetzt keine Lust, mit dir Skateboard zu fahren. Nein, nicht der Julian. Ich bin Frankie. Aber ich glaube, sie redet im Schlaf. Wer ist da? Oh, Emma, lass mich in Ruhe. Sonst pupse ich dich wieder voll. Oh, hat der doch gerade gesagt, der will ja alles vollpupsen? Oh, ich weiß, warum mich Frankie hingeschickt hat. Okay, Emma, ich hab dich gewarnt. Oh, ich hab heute ganz, ganz viel komisches Zeug gegessen. Oh Mann, was ist das denn für ein Geruch? Das ist ja super eklig und das halte ich nicht aus. Oh, wie schlimm ist das denn? Was? Du bist ja gar nicht Emma. Wer bist du? Raus! Oh, Frankie, du hast mich veräppelt. Jetzt weiß ich, warum du nicht hier unter das Bett gegeben wolltest. Das stinkt ja voll. Oh, lass uns bitte raus. Das stinkt. Was? Frankie? Frankie ist auch hier? Oh nein, das ist wieder Mollys Truppe. Emma! Oh, warum schreist du so, Julian? Ah, Frankie, was machst du denn hier? Kennst du mich noch? Ah, nee, der kennt mich ja nicht. Ich war ja als Mumie verkleidet. Oh, das ist ja super. Jetzt hat das schon wieder nicht geklappt mit dem Erschrecken. Los, Frankie, wir müssen raus. Oh, das gibt total Ärger. Das klingt hier voll. Und hier riecht's auch komisch. Ist Graf Spitz dann etwa auch hier? Los, Frankie, ja, ich will raus. Ja, das ist er. Ich kenne ihn aus der Monsterschule. Oh, Graf Spitzern, jetzt schreit du nicht auch noch so hier rum. Oh, los, weißt du, wie das stinkt, meinst? Ja, ich weiß, aber mein Eis, das schmilzt und kleckert auf dem Boden. Oh Mann, beim nächsten Mal kann das Molly ruhig alleine machen. Was ist das für ein Geruch? Das ist ja ein Monstergeruch. Hey, ihr beiden, raus! Und bestellt Molly viele Grüße. Hier, noch eine Stinkbombe für euch. Und Julian, jetzt mich hier nicht so rum, ich riech das ja, aber auch. So hauen die doch ab. Ja und? Oh, wir müssen hier wirklich schnell raus. Oh, wo geht's denn hier raus, Frankie? Du warst doch schon mal hier. Ich kann mich nicht erinnern, ist schon so lange her. Ich glaube, wir sind in der Küche. Oh, da sind die ja immer noch. Aber ich kann... Also, Molly ist auf jeden Fall nicht da. Aber Frankie und so ein Graf Spitzern wohl. Oh Mann, aber irgendwie gruselig sind die nicht. Die haben irgendwie keine Ahnung, wie man Leute erschreckt. Nee, die sind wirklich nicht gruselig. Hast du gerade gesagt, dass wir in der Küche sind? Ja, guck doch mal, wir sind in der Küche hier, Frankie. Ja, stimmt, aber ich krieg auch schon wieder Hunger. Vielleicht haben die ja was für mich. Ja gut, okay. Da hinten ist ein Kühlschrank. Da gehst du am besten hin und ich geh schon mal zur Tür, okay? Okay. Mal sehen, was die Leckeres da drin haben. Oh. Was machst du? Frankie! Da drin? Das bist du ja hier! Warum hast
erschreckst du mich denn so, Molly? Los, Kraftspitzer, ja, raus hier, raus! Was? Ein Monster? Raus, raus, ganz schnell raus! Ja, raus! Was sind das nur für Amateure? Da erschrecken sie sich vor einem Monster, dabei sind sie doch selbst Monster! Amateure! Oh, ey, Molly, was willst du hier? Sag mal, was machst du in unserem Kühlschrank? Soll ich mal wieder das Anti-Monster-Spray bringen? Ja, hol das mal, Julian, los! Oh nein, nicht das Anti-Monster-Spray! Ich bin weg, ich bin weg! Aber ich komme wieder! Sie ist weg! Wo ist sie denn hin? Ja klar, sobald man einmal vom Anti-Monster-Spray redet, dann ist sie sofort weg. Sie hat sich in Luft aufgelöst. Mhm. Oh toll, und sie hat auch meinen Donut mitgenommen. Oh, das kriegt sie zurück, auf jeden Fall. Die ist ja total verfressen. Aber die schickt immer wieder neue Leute. Jetzt war dieser Graf Spitzhahn dabei. Oh Mann, aber die kriegen es einfach nicht hin. Das sind ja die schlechtesten Monster, die ich jemals erlebt habe. Ja, die sind ganz neu in der Monsterschule. Oh, ups. Ach, das hätte ich Julian doch gar nicht sagen dürfen. Der weiß doch gar nicht, dass ich da mit den Monstern zusammen in der Schule bin.